Herzlich willkommen zu Menschen in München. Heute sprechen wir mit jemand, der unsere Stadt wirklich aus dem FF kennt. Er war 15 Jahre lang Oberbürgermeister in München. Es handelt sich natürlich um Georges Kronawitter, mit dem wir jetzt über seine Arbeit für unsere Stadt sprechen wollen. Hallo, Herr von Töfen, grüß Sie. Grüß Sie, Herr Kronawitter. Herzlich willkommen. Schön, dass wir mal bei Ihnen vorbeischauen dürfen. Herr Kronawitter, in 2 Jahren werden Sie 80. Das ist richtig. Ich habe mal überlegt, was da noch in 2 Jahren ist. Da wird eventuell, wir in München wissen das ja nicht so genau, der Oberbürgermeister Ude zum letzten Mal antreten als Oberbürgermeister. Wäre das für Sie eine Party, ein Fest? Das wäre wahnsinnig interessant und wichtig, weil ich glaube, wenn Ude noch mal antritt und dann seinen Nachfolger schon einbauen kann bei dem Antritt, wie ich es ja auch gemacht habe beim zweiten Mal, dann bleibt München auch weiterhin in Händen der SPD. Wäre das für Sie eine Sache, die Sie sich wünschen würden? Glauben Sie, können Sie sich... Absolut, habe ich ja Ude schon einmal vorgeschlagen. Ja, wünschen Sie sich das oder können Sie sich vorstellen, dass er es nochmal macht? Weil er hält uns alle so ein bisschen im Unklaren. Also, eines muss man dann ehrlicherweise sagen, wer 15 Jahre OB war in München, 15 Jahre unter größter Anspannung, jeden Tag voll im Geschirr war, da würde man es verstehen, wenn er sagt, bitte habt Verständnis, ich will nicht mehr, es reicht, ich habe noch etwas Neues vor, aber ich brauche jetzt Abstand. Das würde ich verstehen. Ja. Wenn Sie jetzt wetten müssten, würden Sie sagen, er macht es nochmal oder er macht es nicht nochmal? Das ist ein bisschen raffiniert, Herr Van Hoeven. Aber ich würde sagen, vielleicht sagt auch Christian Ude mit gutem Recht, 15 Jahre sind genug. Mhm. Es könnte durchaus so sein. Herr Kronawitter, ich sehe gerade ein interessantes Bild, was von dem Architekten Jahn Ihnen geschenkt worden ist. Helmut Jahn, ja. Mit Architektur im Allgemeinen stehen Sie ja, also wenn es München anbelangt und mit den hohen Gebäuden, hin und wieder auf Kriegsfuß. Wie kommt es jetzt, dass der Architekt bei Ihnen im Wohnzimmer hängen darf? Wir haben in Cincinnati als Schwesterstadt in Amerika, in den Vereinigten Staaten. Da war Chicago die Umsteigstation. Mhm. Und Herr Jahn hat es erfahren vor 20 Jahren, weil er hier in München zu tun hatte, hat mir angeboten, ich soll doch bei ihm vorbeikommen. Ich habe dann eine Station bei ihm gemacht und muss sagen, es war höchst interessant, sein Architekturbüro zu sehen, seine ganzen Projekte, die er hatte, mir gezeigt. Der hatte ja Dutzende, ich glaube, damals waren es bis zu 100 Architekten. Und dann hat er mir einen Architekten mitgeschickt, in Chicago, um seine Projekte zu besichtigen. Sie waren zum Teil für mich sehr beeindruckend. Etwas ganz anderes war dann das hier in München. Ich konnte nicht, weil er mir ein Architekturbild, das ja jetzt ein echtes Bild von der Ferne, meint man, das ist ein wunderschönes Bild, geschenkt hat, nachgeben, wenn es um seine 2 Scheiben ging. Die passen halt da nicht hin. Das ist doch den Zuschauern gerade noch mal erklären, das sind die beiden Gebäude, die am Ausgang Nord auf der A8 ist es. Oder ne? Noch besser, wenn man am Odeonsplatz steht und runterschaut. Das meint man, hinterm Siegestor kommen nur 2 so Hörner raus. Und das sind die Jahnscheiben. Die passen dort nicht hin, die passen dahin nicht. Weil die Ludwigstraße eine geschlossene Straße ist, Feldernhalle, Siegestor, und jetzt kommt hinter so ein Ungetüm in die Höhe. Das war eigentlich diese 2 Türme, die 2 Jahrentürme, war der Grund, warum wir diesen Wettkampf gewinnen konnten gegen überzogene Hochhäuser. Sie haben eine riesige Kampagne gestartet, das ist ja jetzt 2, 3 Jahre her, und haben Sie auch gewonnen. Da hat man einfach noch mal gesehen, was Sie in der Stadt bewegen können, wenn Sie doch mal richtig ins Geschirr gehen. Ich bin erst zu Christian Ude gegangen und habe ihm gesagt, Christian, wie er gemeint hat, für ihn ist der Durchbruch von 200 Meter Höhe kein Tabu. Und wie ich dann gesehen habe, er hat über 230 Höhenmeter bei dem Vierkantbolzen abstimmen lassen und hat nur 9:9 bei Stimmengleichheit verloren in der Stadtgestaltungskommission. Dann habe ich gesagt, Christian, das passt nicht zu München, ich wollte es in Güte klären. Aber wir haben in diesem einen Punkt, seit 12 Jahren gibt es nichts, nur ein einziger Punkt, haben wir unterschiedliche Meinungen gehabt. Dann habe ich vorgeschlagen,
Christian, machen wir es doch so. Die Wertschätzung, die gegenseitige Wertschätzung bleibt. Ich wollte dich als meinen Nachfolger, du warst mein Wunschkandidat, du bleibst es. Aber in diesem Punkt müssen wir es halt aussagen. Dann hat er gemeint, ja, und die SPD hat gesagt, ja, der Gruner wird das ja dann der Bürgerbegehren machen, haben es gespottet. Am Schluss ist mir nichts anderes mehr übrig geblieben, denn ich war so überzeugt, dass das nicht zu München passt. Und Sie sehen, ich habe auch gewonnen. Aber ich kann euch nur sagen, warum. Ich bin an den Infostand gegangen, habe mit den Leuten geredet. 4 Stunden am Infostand, eine ganze Woche lang, nächste Woche wieder. Da habe ich genau erfahren, was die Münchner wollen. Ich habe vorgeschlagen, der SPD und auch Ude, macht so einen Infostand neben den unseren. Die einen sagen, nicht so hoch, die anderen sagen, wir wollen das. Damit sie mal erfährt und erfahren könnt, was die Leute wollen. Haben Sie eigentlich das Gefühl gehabt, dass das in erster Linie ältere Leute waren, die sich hinter Sie gestellt haben? Oder haben Sie das Gefühl gehabt, dass es durch alle Altersschichten durchgeht? Nach einer Woche habe ich gewusst, wer bei uns unterschreibt. Also das ist absolut klar. Es haben bei uns unterschrieben die sogenannten eingesessenen Münchner. Diejenigen, die in München entweder schon geboren waren hier oder hergekommen sind, 20 Jahre da waren oder auch nur 10 Jahre da waren, aber München als Heimat betrachten, die hier bleiben wollen, die diese Stadt lieben, so wie sie in etwa ist, die sie nicht total verändern wollen. Das waren die eingesessenen Münchner und da war dann die Mundpropaganda so stark, dass riesige Zeitungsanzeigen, ganzseitige, ein ganzes Dutzend, nichts geholfen haben. Schöne Filmschauspielerinnen haben gegen mich gearbeitet und so weiter. Alles hat nichts geholfen, weil die Münchner einfach nicht zu überzeugen waren, dass man das ändern soll. Glauben Sie, dass das jetzt für immer hält, was Sie da erstritten haben? Oder ist es nicht eigentlich so, dass man sich den neuen Zeiten dann irgendwann nicht mehr verschließen kann und irgendwann gehört es zu einer modernen Stadt, dass eben auch Hochhäuser gebaut werden? Wir haben Hochhäuser schon, jede Menge. Und da muss ich sagen, ich finde das, was Christian Ude dann gemacht hat, sehr gut. Er sagte, der Bürgerentscheid soll jetzt 4-5 Jahre halten. Und wenn dann, nach 4-5 Jahren, wenn Sie Platz nehmen, Dankeschön, vielen Dank. Wenn dann nach 4-5 Jahren ein Antrag kommt, 120 oder 130 Meter, dann soll der kommen können, sage ich auch, ja sofort. Und die Bürger alle sollen dann ohne Bürgerbegehren entscheiden können. Das heißt, der Stadtrat sagt, wir machen eine Abstimmung, ganz München soll entscheiden, passt das oder nicht. Das ist die richtige Linie, aber ich kann Ihnen voraussagen. In den nächsten 10 Jahren kommt kein Antrag. Ja, ich bin da nicht so sicher, Herr Kronawitter, weil diese Geschichte ungeheuer mit Ihrer Person auch verbunden war. Ich meine, jeder, der das ein bisschen verfolgt hat in München, hat Sie in der Straße gesehen, wie Sie mit den Leuten geredet haben und Sie persönlich die Leute überzeugt haben. Und die Presse ist auch hat das sehr auch mit Ihrem Namen verbunden. Also ich glaube schon, haben Sie nicht auch das Gefühl, dass es diese Geschichte, dass nicht höher gebaut werden darf, als die Marienkirche hoch ist, dass das doch sehr durch Sie getragen wird? Nicht nur durch mich, das ist ein Irrtum. Das wollen die eingesessenen Münchner und das ist halt was anderes als wie Studenten, die nur ein paar Semester da sind, als wie Leute, die beruflich kurz engagiert sind, die für die München eine Durchgangsstation ist. Sie wissen ja, jetzt ist ja nicht mehr so, dass man in einer Stadt lebt und ein ganzes Leben lang bleiben kann. Sie werden das sehen. Ich sage Ihnen ein zweites Beispiel. Herr Schürkhuber hat ein Hochhaus noch genehmigt in der Thomasstraße oben. Seit 4 oder 5 Jahren. Da ist die Baugrube ausgehoben und Stefan Schürkhuber sagte mir persönlich, auf Oktoberfest, da kommen ja die Leute wieder zusammen, sagte mir, nein, er kann nicht bauen. Ja, sage ich, warum denn nicht? Weil er 40% der Mieter schon vorher nachweisen müsste, damit er Kredit kriegt. Und er sagt, es ist jetzt nicht da. Sein Bauchef, Herr Dr. Scheffel, sagte mir, überhaupt nicht daran zu denken, es reicht für die nächsten 10, 20 Jahre, bis was nachkommt. Und Sie werden sehen, in den nächsten 10 Jahren wird nicht einmal ein Antrag auf ein Hochhaus über 100 Meter kommen.
Ich meine, dass Sie ein Visionär sind, was überhaupt das Städtebild und speziell natürlich auch das Stadtbild von München anbelangt, ist klar. Mir fällt zum Beispiel ein, dass Sie viel dafür getan haben, dass die Fußgängerzonen in München am Entstehen waren und entstanden sind. Wenn man sich daran erinnert, was das damals für ein Kampf war, wie sehen Sie das heute im Rückblick, dass Sie also zum Beispiel für die Residenzstraße gekämpft haben, dass da heute kein Auto mehr durchfahren kann? Der Durchbruch war schon gemacht durch Dr. Hans-Jochen Vogel. Die große Fußgängerzone war schon bestätigt. Sie musste nur noch, ich war auch fast fertig und musste nur noch jetzt erweitert werden. Es ging um Erweiterungen. Eine war die Residenzstraße. Da habe ich die Anwohner eingeladen. Und da waren dann drei, die, wir haben gesagt, die drei Könige von der Residenzstraße, die mitgeholfen haben. Die haben sogar mitbezahlt. Eine 500.000 haben wir zusammengebracht. Wir haben uns dann später immer wieder jedes Jahr getroffen. Das war dann kein Problem. Einer war massiv dagegen. Ich möchte den Namen jetzt nicht nennen. Der hat große Probleme gemacht, aber es war halt nur einer. Gibt es den einen noch? Den gibt es noch. Schade eigentlich, dass Sie den heute nicht mal... Nein, und der hat ein gutes Geschäft und ich vermute, sein Geschäft geht jetzt besser als vorher. Ja. Und das Zweite, was mich besonders freut, war 1975, in meiner ersten Amtszeit, da wurde der Viktualienmarkt neu gemacht und zur Fußgängerzone erklärt. Da ging ja noch die Straßenbahn durch. Da gingen Straßen durch früher. Und das hat sich geändert. Was mir natürlich besonders gefällt, ein Biergarten ist angelegt worden. Schauen Sie mal heute Kastanien an. Mitten im Viktualienmarkt, mitten im Herz der Stadt. Ist doch toll. In der modernen Sprache würde man sagen, der Viktualienmarkt ist ein ganz wichtiger USP für München, also ein ganz wichtiges Merkmal, mit dem die Stadt auch heute wirbt. Aber wenn wir uns nochmal überlegen, wie hart auch die Anwohner bzw. die Geschäftsleute damals gekämpft haben, weil sie dachten, die Geschäfte gehen für immer und ewig verloren. Das war doch eigentlich so damals. Das war so und in der Residenzstraße musste ein Mann noch überzeugt werden. Er kam aus Zürich, hat hier zwei Häuser gehabt und hat sie noch. Er lebt jetzt leider nicht mehr. Den habe ich dann zu mir ins Rathaus geholt. Und die zwei anderen, die Befürworter waren, mit denen ich immer noch in Verbindung bin, die waren dabei. Und dann konnten wir den härtesten Gegner, der uns große Schwierigkeiten machen hätte können, überzeugen und der hat mitbezahlt. Und dann haben wir uns jedes Jahr getroffen. Er war dann dabei, er war dann der dritte Heilige der Residenzstraße. Der die gesperrt hat, der mitgeholfen hat, das ist eine Fußgängerzone. Erst gesperrt und dann mitgeholfen hat. Auf der anderen Seite gibt es natürlich dann die Kritik von den ganzen Autofahrern. Und gerade hier in München, große Autostadt, da gibt es viele, die sagen, jetzt haben wir ein Auto und zahlen dafür auch unsere Steuern und wollen natürlich auch irgendwie in die Stadt reinkommen, wollen parken. Und das ist natürlich in den letzten Jahren und Jahrzehnten immer weniger möglich geworden. Ist das eigentlich ein Ziel von Ihnen damals schon gewesen? Nein, das war es nicht. Nur eines war immer klar, von Anfang an, seit Vogel, dass der Autoverkehr zurückgedrängt werden soll durch mehr U-Bahn, S-Bahn, Busse, Trambahnen. Aber es gelingt nicht so, wie man es gewünscht hat. Auch nicht bei uns, auch nicht jetzt. Denn Sie müssen sich vorstellen, ungefähr 250.000 Autos fahren täglich nach München zum Arbeitsplatz und dann noch zum Einkaufen. Insgesamt sind es so 400.000. Ich habe dann versucht, in meiner zweiten und dritten Amtszeit zu sagen, es wäre doch besser, wenn man die Arbeit außen zu den Leuten, zu den Menschen bringen würde, rundherum. Und nicht die Menschen in die drangvolle Enge der Stadt zur Arbeit. Aber das ist deshalb so schwierig und ich habe heftigste Kritik bekommen. Nur ich konnte mir es leisten, weil ich die Bürger hinter mir wusste. Ich habe heftige Kritik bekommen. Schwierig war ist es deshalb, weil der Freistaat nicht bereit ist, das obere Gremium sozusagen, die Landespolitik, dann dafür den großen Städten der Stadt München einen entsprechenden finanziellen Ausgleich zu geben, wenn man auf Arbeitsplätze insofern verzichtet, dass man sagt, in Erding, in Freising, in Dachau, in Rosenheim, da können auch partiell Verdichtungen erfolgen. Es gibt natürlich auch Gegner von Ihnen, die sagen, Sie sind schlichtweg ein Autohasser.
Da muss ich sagen, ich bin ein Autofahrer, aber mit Maßen und Zielen. Manche haben auch gesagt, ich sei ein Wirtschaftshasser. Dabei war in meiner Amtszeit die Arbeitslosigkeit in München am geringsten mit 3,4%. Und ich habe auch versucht, mit meinen Leuten, mit dem Wirtschaftsreferat zusammen zu den Betrieben zu kommen, die München braucht, die hier gefehlt haben noch und die erweitert worden sind. Ausgangspunkt war Siemens, da müssen wir heute noch dankbar sein, dass Siemens gekommen ist nach dem Krieg. Das war die Zentrale für die Erweiterung der Arbeitsplätze in München. Interessant vielleicht auch, dass Sie der Nachfolger sind von dem Oberbürgermeister Vogel, der vor Ihnen hier in der Stadt Oberbürgermeister war. Wie haben Sie sich denn eigentlich kennengelernt und warum hat Hans-Joachim Vogel Sie als seinen Nachfolger bestimmt? Ich habe mal zu ihm gesagt, Hans-Joachim, ich war dein letzter Notnagel. Und er hat zur Antwort gegeben, aber der Notnagel hat gut gehalten. Ich sage Ihnen das deshalb, weil ein anderer erst schon vorgesehen war, der nicht durchgekommen ist. Helmut Kittel, der zweite Bürgermeister bei mir, der mir sehr viel helfen konnte, der Kämmerer war, der war vorgesehen, aber der ist in der SPD nicht durchgekommen. Sie waren der Notnagel für Hans-Joachim Vogel, damit er Bürgermeister, Oberbürgermeister wird? Nein, damit er einen Nachfolger finden kann, der wieder von der SPD. Und dann kommt dieser Hans-Joachim Vogel am 1. April. Vor ein paar Tagen sind es 35 Jahre geworden. Zu mir in die Wohnung, ich war Bezirksvorsitzender bereits, war Landtagsabgeordneter in Landsberg-Schongau. Und er kommt zu mir in die Wohnung und er wollte unbedingt zu mir. Und ich habe gesagt, Hans-Jochen, ich gehe doch zu dir, du hast doch so viel Arbeit. Nein, er kam zu mir und eröffnete mir. Wir sind übereingekommen, auch ich bin der Meinung, du musst mein Nachfolger werden. Dann war ich einmal da völlig perplex. Ich habe gesagt, Hans-Jochen, ich wollte nie Bürgermeister einer kleinen Stadt oder einer großen Stadt werden. Ich bin Agrarpolitiker. Ich möchte der erste Landwirtschaftsminister der SPD der Nachkriegszeit werden. In Bayern. Ja. Und er hat mir 14 Tage, 8 Tage Bedenkzeit gegeben, 14 Tage wollte ich. Ich habe dann gesagt, ich bin bereit. Ich habe es nach 8 Tagen gründlich überlegt. Ich wusste, das schaffe ich nicht nur die Aufstellung in der SPD, das war das Erste. Ich schaffe auch die Wahl. Ich werde gewinnen. Das war das Zweite. Und das Dritte, ich schaffe auch, ein würdiger Nachfolger von Vogel zu werden. Sonst hätte ich es nicht angenommen. Und da muss ich sagen, habe eine Bedingung gestellt, die ich vorher schon als Agrarreferent in einem anderen Hinsicht gestellt habe. Ich habe gesagt, ich mache es, aber ich muss 10 große europäische Städte auf Kosten der SPD besuchen dürfen, damit ich mir einen Überblick verschaffe. Wurde sofort genehmigt. Damit Sie sich da Ideen anschauen konnten, wie man München regieren kann. Ja, ich bin zuerst nur nach Hannover gefahren. 4 Tage von den Spitzenleuten der Partei und der Fachleute der Stadt bin ich rumgeführt worden, habe alles erfahren. Was glaubten Sie denn, was Sie da sehen konnten, was Sie nicht schon längst in München hatten? Ja, zum Beispiel, da waren im Jugendbereich Neuigkeiten, die ich von Hannover gebracht habe. Von Hamburg habe ich die Situation der Trabantenstädte gesehen, die für uns wichtig war. In Holland, in Rotterdam, Amsterdam, in Mailand die Verkehrsprobleme. In Paris war ich auch, in Moskau war ich, dann auch in Köln. Das war ein interessanter Überblick. Ich habe mir immer 10 Punkte herausgeholt. Diese 10 Punkte habe ich dann verglichen mit München und mit allem. Und nach kurzer Zeit war ich informierter als mancher Fachmann, der spezialisiert war im Bau oder Planungsreferat oder Kreisverwaltungsreferat. Ich hatte den Gesamtüberblick. Das war auch meine Technik, warum ich dann durchstehen konnte. Mhm. Wo haben Sie das Gefühl, dass Hans-Joachim Vogel und Sie sich in Punkten ähnlich sind? Ja, ich habe zu Udi mal gesagt, Christian, wir verstehen uns ja blendend, wir drei, weil wir unterschiedliche Charaktere sind. Das ist geblieben bei uns dreien. Aber ich habe von Hans-Jochen Vogel viel gelernt, wie man das anpackt, wie man das durchsetzt, wie man das macht, damit man zum Zuge kommt. Da ist manches, wo man nicht zu lange diskutieren kann, nicht zu sehr zögern darf, sondern überlegen muss und den Mut zur Entscheidung haben muss. Das habe ich von Vogel gelernt.
Und vielleicht auch sind Sie so leidensfähig wie Hans-Joachim Vogel, der ja auch sehr viel in seiner politischen Karriere, ich sage mal, Dämpfer bekommen hat. Und als Sie sozusagen zum zweiten Mal antreten wollten als Oberbürgermeister, 78. da hat Sie, genau, 78, da hat Sie Ihre Partei ja ziemlich im Stich gelassen. Sie haben ja in der Partei kämpfen müssen. Das war kein Dämpfer, sondern 1972 schon war es ja wahnsinnig schwierig. Vogel hatte damals nur noch 20% der Delegierten. Die Ideologie war ja da bei uns in München gang und gäbe. Ideologisch ausgerichtete Linke. Ich musste da antreten. Was mache ich denn, damit ich gewinne? Ich habe so getan, als ob ich mit denen nichts zu tun hätte. Bin in die Straßen, in die Fußgängerbereiche, vor den Betrieben gestanden, zum Teil in der Früh um 6 Uhr schon und vor den U-Bahn-Ausgängen und habe nur mich vorgestellt mit einem Brief. Ich kam sozusagen als der Verwandte vom Land herein in die Stadt. Und die haben mich aufgenommen. Und beim zweiten Mal war es dann so, dass sie mich ja wollten. Auch die ideologisch linke SPD in München wollte mich 78 wieder als OB-Kandidat. Aber mit ihrem Programm. Und ich habe gesagt, mit eurem Programm verliert ihr Haus hoch und ich dazu. Und ich mache nicht den Pappkameraden vorne, der die Bürger täuscht. Und ich gebe nicht mein Rückgrat an der Zentrale der Partei ab, um das Amt zu retten. Und dann sind wir nicht zusammengekommen. Dann war ich der Münchner SPD nicht mehr vermittelbar. Und der riesige Misserfolg war wahnsinnig. Ich habe noch 52,5% für die SPD geholt. In schwierigster Zeit 56% für mich persönlich als Anfänger. Unglaublich war das. Das hat kein Mensch gedacht. Bei der ersten Wahl. Bei der ersten Wahl. Ja, genau. Und dann fallen die zurück. Kiesel gewinnt auf Anhieb. Die SPD verliert auf 37,5% minus 15%. Und Kiesel hatte die absolute Mehrheit von der CSU. Das scheint ja dann in München so zu sein, dass wenn die Partei in sich selber sehr verzankt und verstritten ist, dass die Partei dann keine Chance hat, an die Macht zu kommen. Denn wenn man sich das anguckt, was die CSU in den letzten Jahren in München sich sozusagen geleistet hat, da ist es ja vergleichbar mit dem, was Sie in den 70er Jahren erlebt haben. So ist es. Und wenn da nicht einer dann da ist, der an dieser Verzankung vorbei eine Lösung findet, wie es bei mir in der ersten Wahl noch war, ich habe mich da rausgehalten. Und man hat dann gemerkt, also den OB kann man nicht auch noch wegputzen, nachdem ich schon ein Dreivierteljahr Wahlkampf gemacht habe. Da ist die Entscheidung dann mit großer Mehrheit für die Linken gefallen, sodass ich das machen konnte. Aber sie wollten mich kein zweites Mal. Sie haben gemeint, wenn der das schafft, wir schaffen das auch. Aber als Außenstehender fragt man sich dann immer, wie geht denn das, wenn Sie dann, als Sie dann Ihre zweite Wahl dann wieder gewonnen haben? Wie verzahnt man sich dann wieder mit den Leuten, mit denen man sich ja eigentlich bis aufs Messer bekriegt hat? Sehen Sie, ich bin am, den Termin weiß ich und Udi weiß ihn auch, wir vergessen ihn nicht, am 2.2.82, wie ich schon 4 Jahre nicht mehr OB war, zu Christian Ude gekommen und habe gesagt, Christian, jetzt ist es soweit. Ich werde wieder Kandidat der SPD. Damals haben manche gesagt, was, der möchte bei uns, bei der SPD, wieder Kandidat werden. Genossinnen und Genossen haben gesagt, nur über meine Leiche. Die Leichen leben heute noch. Ich bin Kandidat geworden und habe gesagt, Christian, du musst mein Nachfolger werden. Du bist der Stärkste, bist 35 Jahre alt. Ich kämpfe nicht mehr allein. Ich hätte auch ein Bürgermeister werden können ohne Partei. Ich wollte nicht von der SPD rausgeschmissen werden. Und dann habe ich versucht, die Partei wieder umzudrehen mit den Methoden der radikalen Linken. Ich habe das gut gelernt, was sie vorher vorgemacht haben. Und tatsächlich, ein Jahr vor der Wahl, ist es soweit gewesen, dass ich bei der Abstimmung 52% der SPD-Delegierten bekommen habe. Nur 52%. Dass ich Kiesel schlagen konnte, das war mir klar. Denn Kiesel, dem hat etwas gefehlt, was der Münchner braucht. Nämlich Zuneigung, aber eine gewisse Distanz. Man kann nicht jeden gleich umarmen, jeden Fremden, den man da hat. Und er war da, wie er früher genannt wurde, Propellererich, das hat er nicht mehr ablegen können. Und dann war ich der erste Oberbürgermeisterkandidat, der in amtierenden
aus dem Sattel gehoben hat. Das hat es in Bayern und Baden-Württemberg bis dahin in einer großen Stadt noch nicht gegeben. Und wie Sie Christian Ude dann geholfen haben, selber Bürgermeister zu werden, darüber möchte ich jetzt gleich mit Ihnen sprechen. Was mich persönlich interessiert, und hier habe ich einen Vertreter dieser Gattung vor mir, warum ist es eigentlich so, dass in der deutschen Politik so viele Lehrer mitmachen? Sie sind ja selber ein Lehrer und sind dann in die Politik gegangen. Was ist da eigentlich das Phänomen, dass das so ist bei uns? Das Phänomen ist, dass man erstens einen sicheren Beruf hat. Ich wollte absolut nicht abhängig sein von den Delegierten der Partei. Und wer das nicht will, braucht einen sicheren Beruf. Und ein Lehrer ist dann einer, der schon gut reden kann, weil er das ständig jeden Tag in der Schule üben muss, der auch ein bisschen Zeit hat und die immer auch zum Teil doch politisch interessierter sind als der Durchschnitt. Und deshalb ist es so, dass viele Lehrer diesen Weg gehen. Zweite Frage, die mich interessiert, ist, warum geht jemand in Bayern in die SPD hinein, wo er doch von vornherein weiß, in Bayern kann ich eigentlich als SPD-Politiker, gerade auf Landesebene, eigentlich fast gar nichts reißen? Ja, das muss ich Ihnen auch sagen. Wer dann nicht ein überzeugter Mann ist, der sagt, mir ist die SPD wichtig, weil die meine Position oder das, was ich durchsetzen will, das, was ich erreichen will, am ehesten und am besten vertritt. Ich komme aus einem Bauernhof, mein Vater hat Bayernpartei gewählt, er war immer ein Liberaler in dem Hinblick, dass er nicht der CSU die Stimme gegeben hat, aber doch nicht der SPD. Ich musste mich selbst überzeugen, dass mehr Gerechtigkeit die SPD durchsetzt. Ich werde nie vergessen, wie ich bei Waldemar von Göringen war, weil ich einen neuen Vorschlag für Werbung machen wollte, nachdem ich Soziologie studiert hatte. Und da hat er gerade den Slogan gebracht, mehr Gerechtigkeit. Das war im Wahlkampf 1962. Und dieses mehr Gerechtigkeit hat mich immer fasziniert. Da war ich dann, wo ich gesagt habe, mehr Gerechtigkeit ist mir wichtiger, als irgendeine große Karriere irgendwo anders zu machen. Aber Sie sind jetzt so lange dabei in der bayerischen Politik, dass Sie doch bestimmt mal erklären können, woran es liegt, dass, also im Moment sieht es doch auch so aus, als wäre es ziemlich egal, wer Ministerpräsident sogar ist in Bayern, die CSU gewinnt immer. Warum, wie erklären Sie sich das? Das kann ich Ihnen sagen, warum. Die CSU ist auf dem Land, zum Teil jetzt auch in den Städten, sehr stark im vorpolitischen Raum verankert. 40 Jahre CSU-Ministerpräsident hat die Bevölkerung so eingenommen auch, dass jeder Verein, jeder Verband, die Feuerwehr, ganz gleich wo es ist, da sind die Vorsitzenden fast alle CSU-Mitglied. Und viele Leute wissen immer noch nicht, dass die Entscheidung über die politische Richtung in den Gremien, in den Vereinen, in den Verbänden fällt. Und wer hier das Sagen hat, von der Partei aus gesehen, der hat schon den Wahlkampf drei Viertel gelöst. Und das ist natürlich dann raffiniert. In der Landbevölkerung ist es so, dass du fast schon als Außenseiter giltst, wenn du zur SPD gehst. Manche genieren sich ja, zu sagen, sie stehen der SPD nahe. Und das ist dann eine Bewegung in sich, die gar nicht mehr aufhört. Ich kann Ihnen sagen, das ist schwierig für die SPD, ganz gleich, wer an der Spitze ist. Umso erstaunlicher ist es doch eigentlich, dass mitten im Herzen die Landeshauptstadt überwiegend SPD regiert ist. Und da Sie das ja auch nun über Jahrzehnte mitverfolgt haben, würde mich da auch gerne mal Ihre Analyse interessieren. Die Analyse ist die, dass wenn in München und wenn in den großen Städten nicht entsprechende Persönlichkeiten, weil OB-Wahlen, Bürgermeisterwahlen, Gemeinderatswahlen sind Persönlichkeitswahlen, Landratswahlen genauso. Wenn da nicht entsprechende Persönlichkeiten da sind, dann wird die SPD auch in den Städten verlieren. Ich darf Ihnen sagen, die SPD hatte in den 7 größten bayerischen Städten alles SPD-Bürgermeister bis in die 70er Jahre. Dann gingen alle 7 großen Städte verloren. München, Nürnberg, Augsburg, Regensburg, Sie können nehmen, was Sie wollen, Würzburg, alle gingen der SPD verloren.
Ich war der Erste, der eine von diesen 7 Städten wieder zurückgewonnen hat, als Persönlichkeitswahl. Nürnberg mit diesem neuen, fantastischen Oberbürgermeister ist eine der nächstfolgenden gewesen. Und dann Fürth, das war... Also Sie würden sagen, es geht ganz stark über die Persönlichkeit. Das heißt ja, wer immer sozusagen dann im Moment regiert, muss sich das bewusst machen und muss sich klar darüber werden, wenn es ein Nachfolger der eigenen Partei werden soll, dann muss er rechtzeitig aufgebaut werden. So ist es. Und deshalb, ich musste noch einmal kandidieren, obwohl ich wie Vogel, wie Thomas Wimmer, auch schon mit 12 Jahren eigentlich hätte sagen können, Leute, so jetzt der Nachfolger kommen. Ich wollte es. Nur Udi konnte noch nicht kandidieren, 84. Er konnte erst 90 antreten, weil seine jetzige Frau, Edith von Welser-Ude, 1984 noch mehr kandidieren wollte und beide waren nicht möglich von einer Familie. Jetzt wäre das sogar möglich. Und dann habe ich gesagt, gut, dann mache ich eine dritte Amtsperiode, obwohl ich gesundheitlich schon angeschlagen war damals mit einem Asthmaanfall, den ich gehabt habe. Und habe dann nach 3 Jahren wirklich gesagt, jetzt reicht es, das waren dann 15 Jahre, ich war 65 und dann war das selbstverständlich. Ude habe ich aber auch den Termin ganz genau gesagt, nur er, meine Frau und ich haben gewusst, wann ich dann gehe. Er konnte 3 Wochen vorher noch Urlaub machen. Ich wollte ihn schon als Bürgermeister haben, 90, der war gar nicht richtig Stadtrat, war der sofort Bürgermeister. Weil das Bürgermeisteramt mit eine gute Voraussetzung ist, das ist sozusagen beim Autorennen, das ist der vordere Platz, der erste. Glauben Sie denn, dass wir alle nur noch gar nicht wissen, dass da vielleicht schon jemand in der Startrampe steht, aber der Oberbürgermeister Ude da vielleicht schon einen hat und der es auch schon weiß? Oder eine, die es vielleicht schon weiß? Das kann ich nicht sagen. Ich bin auch der Meinung, das muss der Mann, der an der Spitze ist, Ude jetzt, der muss die Leute am besten kennen. Der muss wissen, wer schafft es und wer schafft es nicht. Ich bin nur sicher, wenn es sein Nachfolger nicht schafft, würde das ganz stark auf Ude selbst zurückfallen. Weil man dann sagt, du bist in ein gemachtes Bett dann gekommen, kein CSU-Referent. Ich habe ja 9 Jahre lang, auch in der ersten Amtszeit schon, viele CSU-Referenten gehabt, fast keinen einzigen SPD-Mann. Wie ich aufgehört habe, am 1. Juli 1993, da war gerade vorher die Wahl, SPD und Grüne haben SPD und Grüne Kandidaten gewählt. Ude konnte mit denen regieren, mit Ausnahme von einem, Uhl, und der ist dann auch noch gegangen. Also da muss ich sagen, das ist jetzt die Aufgabe des Oberbürgermeisters. Was ist denn die Gefahr für einen Oberbürgermeister, wenn er seinen Nachfolger zu früh benennt? Ich habe meinen Nachfolger 11 Jahre vorher benannt. Am 2.2.82, 93 habe ich aufgehört. Ich war noch gar nicht OB, wieder 84. Da hat die SPD mich noch gar nicht gewollt, mehrheitlich. Da habe ich gesagt, Christian, du wirst mein Nachfolger und wir schaffen das. Und es ist genau gekommen, wie ich gesagt habe. Ich habe gesagt, ich werde wieder OB-Kandidat und wir schaffen das. Und da muss ich sagen, das ist dann eine Sache. In diesen 11 Jahren gab es keine zweite Person mehr. Es wurde nichts mehr genannt. Das ist völlig ungewöhnlich. Woran liegt es, dass es heute vielen, die in führenden Positionen sind, so schwer fällt, ihre Nachfolger frühzeitig zu benennen? Das ist nicht nur in der Politik so, das ist in der Wirtschaft so. Man erfährt oft erst, wer der Nachfolger wird, im letzten Moment. Wie erklären Sie sich das? Das ist mir nicht ganz verständlich. Denn ich habe mir gedacht, wenn ich den fähigsten Mann mir raussuche, den stärksten, der wirklich mein Nachfolger werden kann, weil ich für den mich einsetzen werde in jeder Hinsicht, dann ist das besser, als wenn ich ganz am Schluss irgendjemanden dann benenne. Mir hat aber auch Professor Ricker, der 10 Jahre in der Baracke der SPD war und Wahlkämpfe gemacht hat, auch meinen mit mir hat er den gemacht, der hat mir gesagt, ich sei der Einzige in der ganzen Bundesrepublik, der so weitsichtig den Nachfolger aufgebaut hat wie ich. Das gibt es nicht noch einmal. Manche meinen,
der Oberbürgermeister wird geschwächt, wenn er einen starken Mann neben sich hat. Ja, im Gegenteil. Er wird gestärkt. Ich wollte immer die besten Leute haben, denn nur die besten Leute konnten mir Arbeit abnehmen. Jeder schwache Referent hat mir Arbeit gebracht. Ich musste dann selber immer noch nein. Und das ist immer die Meinung, man darf keinen Nebenbuhler neben sich haben oder man hat einen neben sich, was ja auch manchmal dann richtig der Fall ist. Wenn man es gehört wahrscheinlich auch großes Vertrauen dann in die Person, die man dann zu seinem Nachfolger benennt, dass der dann nicht früher springt, als er eigentlich springen soll. Nur wenn der Oberbürgermeister stark ist, dann kann nach ihm keiner springen. Der macht sich sonst kaputt. Herr Kronawitter, Sie haben ja jetzt so lange für München gearbeitet. Wenn Sie jetzt im Rückblick sich einfach mal überlegen, was ist Ihnen nicht gelungen? Wo sagen Sie, da hätte ich gerne noch mehr Erfolg gehabt in dem Bereich? Also die Negativgeschichten, die werden schon vom politischen Gegner gebracht. Aber eine sage ich Ihnen, weil mir das wirklich am Herzen gelegen ist und das habe ich nicht mehr geschafft. Der Architekt Braunfels, der mir auch in der Hochhausdebatte sehr geholfen hat und den ich sehr geschätzt habe, hat für den Marienhof ein vorbildliches Muster der Kommunikation gehabt. Der Marienhof sollte nicht bebaut werden. Ich habe da gegen Kiesel marschiert. Es sollte eine Kommunikation für die Münchner Bürgerinnen und Bürger werden. Mit einem Café, mit Säulen rundherum, mit einer Halle, wo dann nicht erste Bilderausstellungen sind, sondern für die Münchner Meisterschulen und was als Mögliche. Das ist ein so schönes Projekt und ich habe es nicht mehr geschafft. Das war dann schon in den Wahlkampf hineingegangen und dann hat man gesagt, Kronawitter möchte sich einen Glaspalast bauen vor der Wahl 1990. Dann kann man sowas nicht mehr machen. Das bedauere ich. Und wo sind Sie stolz drauf? Wo sagen Sie, das Projekt ist mir besonders gut gelungen und ich möchte gerne, dass die Generationen nach mir wissen, das war meine Idee? Das sind ein paar Dinge. Erstens ist es der Westpark. Inmitten eines Wohngebietes, das schon voll verplant war mit Häusern, also Wohnungen und Büros und alles Mögliche, sagte ich, 60 Hektar Grün bleibt in Sendling, da bauen wir nichts hin. Und das habe ich durchgestanden, gegen heftigste Widerstände, der Bauverhinderer und so weiter. Heute gibt es kein Prozent mehr, das nicht begeistert wäre über den Westpark. Zweitens. Ich habe bei Riem, bei der Verlagerung der Messe, die wir vor allem der Dynamik des früheren Messechefs Dr. Marzin verdanken, aber der vom Oberbürgermeister gebilligt werden musste, da habe ich dann eine Aufschlüsselung gemacht der Gebäude, und zwar ein Drittel grün bei 560 Hektar, ein Drittel Wohn, ein Drittel Arbeitsplätze. Ich freue mich, dass dieses Drittel Grün nicht mehr verändert worden ist, obwohl in der letzten Zeit immer alles zugebaut worden ist. Und dieses Drittel Grün wird ein riesiger Park. Und Udi hat ihn schon vorbereitet. Im Sommer werden Sie schon den Riesenpark sehen. Dieses Einsetzen für so viel Grün in München, das kommt natürlich wahrscheinlich auch aus Ihrer landwirtschaftlichen Betätigung und aus Ihrem landwirtschaftlichen Background, könnte ich mir vorstellen. Es ist richtig. Ich war gewöhnt, in einer grünen Umgebung zu leben. Ich habe zweimal den Wahlslogan gehabt, mehr Grün in die Stadt. Und ich habe es auch vollzogen. Und die Leute haben das gesehen und haben mich entsprechend gewählt. Der Hepp Monatseder hat gesagt, nachdem Sie die Hochhäuser verhindert haben, die gebaut werden sollten, dass der Herr Kronawitter jetzt jemand ist, der sich aktiv weiter in die Stadtpolitik einmischen wird. Haben Sie das eigentlich danach getan? Hat es Ihnen da manchmal so ein bisschen in den Fingern gezuckt, als Sie andere Themen gesehen haben, wo Sie doch diesen großen Erfolg mit der Verhinderung der Hochhausgebäude erreicht haben? Sehen Sie, das gehört auch zur Fairness eines Vorgängers. Vogel hat sich nur einmal eingemischt, bei mir überhaupt nicht. Bei Ude, als Ude diese Veränderung des Olympiageländes wollte, des Olympiastadions. Und er hat es geschafft, Udi musste nachgeben. Ich habe mich ein einziges Mal bei Udi eingemischt, nur in dieser Frage der Hochhäuser, weil das mir ein Herzensanliegen war und weil ich wusste, das würde die Stadt dramatisch verändern. Es würde ein zweites Frankfurt, es würde nicht mehr aufhören mit Hochhäusern. Und ich bin auch sicher, das werden die Leute immer stärker merken.
deshalb muss ich sagen, obwohl viele zu mir gekommen sind und immer wollten, dass ich noch was, dass ich mithelfe, da und da, habe ich immer gesagt, nur eine große Sache habe ich gemacht und die habe ich durchgezogen. Ich bitte, haben Sie Verständnis, mein Nachfolger wird es machen, ich rede nicht mehr rein. Wenn Ihnen dann jemand vorwirft, dass München seinem Ruf als Millionendorf treu geblieben ist, dadurch, dass jetzt keine Hochhäuser gebaut werden dürfen, was erwidern Sie dem? Ja, da würde ich sagen, ja, Gott sei Dank sind wir ein Millionendorf geblieben. Wir sind es fast noch. Denn das ist der Charme dieser Stadt. Und wenn Sie wissen, dass sagen wir mal, Industrie und Büro und Spitzen, Leute, doch nur dann kommen, wenn die Lebensqualität nicht zerstört wird. Die ganzen Münchner Fremdenverkehrsdirektorinnen und Frauen, die im Fremdenverkehr sozusagen die Leute durch die Stadt führen, sagen uns immer wieder, dass alle Fremden sagen, ja, warum wollt ihr jetzt auch noch so hohe Hochhäuser bauen? Die haben wir doch bei uns. Wir kommen aus anderen Gründen nach München. Keine dieser Fremdenführerinnen war gegen mich. Alle haben gesagt, ja, das ist doch richtig. München muss so bleiben, wie es in etwa ist. In Paris hat man dasselbe versucht mit Hochhäusern, zweimal. Es ist nicht gelungen. Da ist die Höhe 37 Meter. Stellen Sie sich das vor, im 4-Millionen-Einzugsbereich von Paris. In Rom ist es genauso. Nur in München hat man gemeint, man ist sozusagen altmodisch oder gar, man stellt München unter eine Käseglocke. Nein, das ist nicht der Fall. Sie werden sehen, das war eine richtige Entscheidung. Herr Kronawitter, Sie haben sich da mit Ihrem Anliegen durchgesetzt. Ich bin gespannt, wer in 2 Jahren Ihren 80. Geburtstag ausrichten wird. Mein Tipp in diesem Zusammenhang würde sein, dass der jetzige Oberbürgermeister nochmal antritt und Ihnen dann einen herzlichen Glückwunsch zu Ihrem 80. Geburtstag in 2 Jahren aussprechen wird. Herzlichen Dank für das Gespräch.